Für Rennfahrlegende Roland Asch ist es eine ganz besondere Situation. Das Team von Mercedes-AMG steht vor seiner letzten DTM-Saison nach genau 30 Jahren. Bei den Anfängen war Asch mittendrin. Das erste Jahr war Privateinsatz von mir mit technischer Unterstützung von Mercedes-Benz vom Werk. Also nicht vom irgendwie AMG irgendwann, nur vom Werk waren drei Leute und die haben mich mit Rat und Tat unterstützt und ich habe wegen Entwicklung für die gemacht. Weil ich halt gerade 10 Kilometer weg war und dann gesagt, Roland, komm mal schön auf, wir müssen was testen. Vorgänge, die heute im hochprofessionellen Motorsport nicht mehr möglich sind. Klingt nach Nostalgie und die ist im Mercedes-Benz-Museum regelrecht zu Hause. Passend zur 30. DTM-Saison werden noch mal einige siegreiche Exemplare ausgestellt. Der Hauch der Geschichte fasziniert auch die aktuellen Fahrer, wie Ex-Formel-1-Profi Pascal Wehrlein oder Lukas Auer. Trotzdem wissen sie ganz genau, worauf es am Ende ankommt, um Erfolg zu haben. Im Team ist das Wichtigste, dass wir alle in der Gegenwart sind. Ja? Weil da so verändert man unsere Zukunft. Also im Team musst du Stimmung haben, dass du in der Gegenwart lebst und von Tag zu Tag einfach abarbeitest. Arbeiten, fokussieren, bloß nicht zu viel nachdenken. Das typische Credo eines Leistungssportlers eben. Dieser Fokus ist aber gerade jetzt in der letzten und damit besonders emotionalen DTM-Saison von Mercedes nötiger denn je. Denn der Anspruch ist wie immer hoch. Für Mercedes die Ziele ganz klar, wir wollen einen mega Ausstieg haben, das heißt da Meister werden, dass die schwierig ist, ist auch klar. Das AMG-Team will es auf die alten Tage also nochmal wissen. Danach ist Schluss, der Autobauer wechselt zur Elektroserie Formel E. Für Haudegen Asch schwer zu akzeptieren. Ist eigentlich schade, also, weil Mercedes ist damals, hat angefangen mit der DTM und ich habe immer, der Norbert Haug war damals später, das erste Jochen Irrbaut, dann der Haug, mein Chef, habe oft gesagt, das ist nicht einfach, das hat ja auch richtig Geld gekostet und die Teams und alles, dass das immer so weitergegangen ist. Ich sage euch mal, die schönste Rennserie oder überhaupt die DTM, was gibt. Für die DTM ist der Ausstieg von Mercedes ein harter Schlag. Mit Blick auf die Firmenpolitik von Mercedes generell den Fokus auf E-Mobilität zu richten, aber nachvollziehbar.